So, ihr Lieben, wir sind in einer Falle und es geht direkt weiter mit Tackleberry, der uns hier ans Leder will, und Zed, der ebenfalls nicht sonderlich freundlich ist. Aber das haben wir ja schon letztens gesehen und ich habe geflucht, weil ich nicht weiterkam. Ich musste mir tatsächlich eben ein Video ansehen. Ich wäre sonst tatsächlich nicht drauf gekommen. Aber es ist tatsächlich. Es ist relativ leicht. Ich versuch's mal. Ja, es hat tatsächlich damit zu tun... Ah! Ja, klappt ja schon ganz toll hier. Es hat damit zu tun, dass ich diesen Baseballschläger benutzen muss. Ja, hier braucht man die Fähigkeiten der jeweiligen Figuren einfach. So. Okay. Nämlich hier diese Baseballschläger-Tricks machen. Da habe ich auch nicht mehr dran gedacht, dass das überhaupt eine Möglichkeit sein könnte. Dass er das überhaupt noch macht. Jetzt lasert er vielleicht nochmal. Ja, oh. Musste ich jetzt aber stark ausweichen. Los. Wechsel. Okay, das haben wir. Jetzt geht das hier los. Jetzt wird hier wieder rumgelasert. Jetzt kommen die Bomben. Ein bisschen aufpassen. Nicht das Problem. Ich muss ihn... Boah. Aufpassen. Ah, vielleicht von weiter hinten. Ah, hat noch nicht so ganz geklappt. Aber ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Ja, komm. Mach hinne. Ich muss das noch ein bisschen hinbekommen, weil das ist gar nicht so easy mit den, mit dem Widerschlag, dass ich da nicht getroffen werde. So, das ist echt nicht easy. Muss ich noch so ein bisschen, üben. Klappt noch nicht so gut, aber das klappt super. Okay, lasert er jetzt schon? Er lasert jetzt schon, ne? Ja, er lasert. Weg hier! Okay. Ja. Ach Mann, muss da echt mehr aufpassen, dass ich da nicht so Quatsch mache. Boah, das ist aber auch ein schwerer Bossgegner. Also muss ich sagen, da tue ich mich schwer mit. Das ist nicht mein Ding hier. Okay, machen wir erstmal die ersten beiden Phasen, die gehabt. Ja. Lassen wir uns ein paar Mal hier treffen. Ah! So. Was ist das? Lassen uns am besten nicht von dem Laser aufs Korn nehmen. Gut. So. Dann stehen wir das jetzt einmal durch. Aua. 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 Egal, das müssen wir jetzt einmal noch durchstehen. Komm. So.
Ach, jetzt werden wir nochmal gelasert. Okay. So. Das haben wir. Jetzt müssen wir ihm seine eigenen Sachen... Oh, Kacke! Ah. Hab ich ganz vergessen. Müssen wir ihm seine eigenen Sachen in die Ohren hauen. Oder lasert er erst wieder? Er lasert, okay. Lass nochmal Laser. Jetzt geht das los. Da habe ich nur getroffen. Aber hier kann ich jetzt nichts machen, ne? Ne. Da muss ich vielleicht noch ein paar Mal treffen. So, lassen wir erstmal runterkommen hier und dann ganz langsam hoch, ganz langsam, Stück für Stück. Ja, okay. So klappt das besser. Jawollo! Sehr gut. Das hat doch gut geklappt. Ha! Geil! Wäre ich nie drauf gekommen. Okay, na los, gehen wir. Wir müssen hier verschwinden, bevor sie aufwachen. Ja, aber wie? Ich bin mir sicher, dass sie... den Eingang bewachen. Ich glaube, ich habe eine Idee. Folgt mir. Eine Idee? Oh, geil, wieder. Comic-Sequenz. Nice. Den Backstein in die Fresse bekommen? Videosequenzen sind echt der Hammer. Oh oh. Und jetzt? Nice. Auf dem Fahrrad unterwegs. Geil. Und was machen wir jetzt? Wie machen wir das? Schnapp dir das Rad und fahre Bronson davon, bevor er dich erwischt. Folge den Händen. Okay. Weiche Hindernissen aus. Ja, okay. Okay. Ring, ring. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Was mache ich denn damit? Au. Nein, mich hat's erwischt. Oh, gonna die zum Schluss. Wird's aber auch tricky. Kann ich das mit Steuerkreuz steuern oder muss ich das mit dem Stick steuern? Mal gucken. Ja, ja. Komm. Ja, nee, muss ich mit Stick steuern. Boah! Boah! Hoch, bitte! Nochmal bitte! Hoch! Umbleiben, um Gottes Willen! Was? Wie sollte ich das denn schaffen zum Schluss? Kann ich springen oder was? Da waren doch nur Mauern, oder? Muss ich gucken. Kann ich springen? Nein, ne? Nein, kann ich nicht. Habe ich da irgendwas übersehen gerade an einer Stelle? Oh, fuck. Unten. Oh nein! Ah, nein! Ey, das ist super schwer.
gerade mit Stick, jetzt würde ich echt gerne mit Steuerkreuz spielen, dann wäre das einfacher. Zumal das auch nicht so einfach drei Spuren sind, sondern man kann ihn sehr differenziert steuern hier. Ne? Man kann sehr, hier, achtet, ja, man kann sehr, das macht das alles nicht gerade leichter. Ach, Alter. Ich dachte, der Bossgegner wäre schon schwer gewesen hier. Ja, komm. Das erste wissen wir jetzt inzwischen. Oh, von wegen, das erste wissen wir. Völlig verpeilt. Ah, da musste ich lang. Ah, okay, okay, krass. Gefahren. Noch ein Video, nice. Oh nein, oh. Sie sind alle auf den Berg runtergeflumst. Wozu haben wir das gemacht? Wir sind doch jetzt eh tot. Oh nein, oh, alle tot. Everyone is dead. Ja, das wird wohl offiziell der schlimmste Sommer der Geschichte. Echt? Die chillen da im Wald? Ich weiß nicht, die Latte ist doch ziemlich hoch. Diesmal wären wir beinahe gestorben. Mann, und dieser Bronson ist irre. Und so zu jagen? Was denkt er sich nur dabei? Dass wir einen Außerirdischen verstecken? Oh, das ist witzig. Tut mir leid, euch daran erinnern zu müssen, aber wir haben uns verirrt. Mein Labor wurde konfisziert. Dieser Bronson verfolgt uns, unsere Eltern entführt. Wir wissen nicht mal, wo sie sind. Das ist ein Albtraum. Kann ich einer mal eben oben zu dem Speicherpunkt bitte gehen? Na und, Matt? Was willst du... willst du dich jetzt einfach zusammenrollen und heulen? Ja, ich habe eine Idee. Matt. Warum baust du nicht eine Maschine, die deine Windeln wechselt? Wie wäre es, wenn ich eine baue, die dir das Maul stopfen kann? Hört auf, das reicht. Streiten wir unsere Familie nicht helfen. Wir brauchen einen Plan. Okay, also wie lautet der Plan? Naja, ich habe nachgedacht. Ich glaube, wir sollten erstmal durch den Wald gehen, um zurück nach Tajunga zu kommen. Ja, du hast recht, Mann. Tut mir leid. Es war ein langer Tag. Kein Ding. Es war für uns alle ein langer Tag, Matt. Alles wird gut. Ha, schön. Leute, habt ihr das gehört? Kevin, Kumpel, bist du das? Es sind Augen im Wald. Na, na, na. Okay. Erstmal kurz speichern. Das ist wichtig. Möchtest du Fortschritt speichern? Ja. Bist du sicher? Ja. So, dann schauen wir uns mal ein bisschen um. Kevin ist nicht da. Doch, da ist er ja. Hä, wieso war er jetzt da? Achso, ich kann... Ah, okay, ja, gut, verstehe. Alles klar. Sehen wir uns ein bisschen um hier. Nee, so war das nicht gedacht. Ich will nur die Sicht haben. Ich will jetzt nicht Kevin steuern. Genau, so. Hier hinter? Hier hinter ist einfach nichts, aber von wegen nichts hier. So einfach nicht hier.
Guck mal, wie easy das war. Ist das jetzt da oben? Klettere darauf. Katschung! Achso, wie starte ich da? Pow! Macht's. Okay, also hier komme ich nicht weiter. Und da oben ist ein Erste-Hilfe-Pack. War is coming. Erstmal alle hier ein bisschen wieder auf Vordermann bringen, oder? So. Aber ich hatte irgendein Journal, ups, Journal-Eintrag. Wo war der denn? Sammlung, in der Sammlung habe ich nichts Neues. Nein, Tagebuch. Nee. Der dunkle Wald. Auf der Flucht vor Cap Bronson ist die Gang von einer Klippe gestürzt und findet sich im dunklen Wald wieder. Du musst einen Weg zurückfinden, aber sei vorsichtig. Irgendwas Seltsames geht in diesem Wald vor sich. Okay. Na gut. Ih. Piss dich. Ekliger Seelenschlumpi. Aua, 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 aua. Aus dem Nichts hier. Gib mir das. Und jetzt? Müssen wir mal gucken. Hier kommen wir auf jeden Fall weiter. So. Immer darauf achten, dass seine Power auch halbwegs aufgeladen ist. Ja, lieber auf die Spektralebene achten. Ich da nicht einfach suchen. Bla. Brauche ich gar nicht bis da hinten. Aber. Ja, es ist schon ein weiter Sprung, oder? Muss schon. Bisschen Mut dabei sein. Aber hier ist. Boah, nein! Nicht Volltrottel. Entschuldigung. So, Okay, auch Kevin kann Schaden nehmen. Na gut, okay. Nein, nicht nochmal rein, danke. Hier ist aber irgendwie nichts, oder? So, nicht die nichts. Wollen wir weiter hier lang? Was ist denn da am Baum? Ist doch was. Was ist das? Scheinbar nix. Wir irren hier durch den Wald. Ganz allein. Und es ist kalt. Es ist dunkel. Und im Wald gibt's Gemunkel. Es macht uns Angst und Bange. Vielleicht ist es eine Schlange. Vielleicht auch nicht. Weiß man nicht. Ist das ein Wasserfall? Voll der krasse Wasserfall. Alter, da komme ich doch nie im Leben rauf mit dem hier. Komm, zieh, weiter, schneller. Ja, doch, geht locker, okay. Okay, hüpf. So. Blitzdings gefunden. Sehr gut. Da kann ich auch so rüberschwimmen, oder? Ja. Aber mit, nee, mit dem anderen ist das hier deutlich leichter zu steuern dann. Sehr viel präziser ist er, der Wissenschaftler. Ja, komische Geräusche. Was soll das denn? Ach, denn sowas. Da hinten ist auch richtig ekellos. Oh oh. Wie konnte ich nochmal?
Dem habe ich hart gegeben. Komm, du kriegst auch richtig. So. Arschgeige. Naja, im Zweifel immer den Gegner entgegen, ne? Oh, oh. War mehr so eine Art Secret hier, ja? Nun gut, ob wir aus dem Wald herauskommen oder nicht, das verrate ich euch jetzt nicht. Wir werden es beim nächsten Mal sehen, wenn es wieder heißt Crossing Souls. Ich sage danke fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein. Wir haben krass was erlebt. Wir haben den Boss besiegt, wir haben eine krasse Verfolgungsjagd gehabt, wir irren durch den dunklen Wald, abgefahrene Scheiße. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ne, Abo, Like, Kommentar, teilen, teilt mich, macht mich berühmt, Bitches. Ich sage danke fürs Zusehen und sage ciao, bis zum nächsten Mal.